Die Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf hat für geflüchtete Studierende und Wissenschaftler aus der Ukraine ein Hilfsangebot entwickelt. Ein ähnliches Angebot gab es auch schon für Studierende aus Syrien 2015. Meine Kollegin Irin Barlin hat mit einem Vertreter der Uni darüber gesprochen. Es gibt sehr viele Hilfsangebote in Deutschland für geflüchtete Ukrainer und auch die Universität Düsseldorf beteiligt sich daran. Bei mir steht Achim Zolke von der Uni Düsseldorf. Herr Zolke, Sie haben jetzt ein Hilfsprogramm auf die Beine gestellt. Wie genau sieht das aus? Im Prinzip haben wir das reaktiviert, was wir bei der großen Flüchtlingswelle 2015, 2016 schon einmal installiert haben. Insbesondere bieten wir Sprachkurse an und ein Buddy-Programm. Das ist so eine Art Mentoring, wo den geflüchteten Studierenden eine Person zur Seite gestellt wird, ein Studierender der HHU, unserer Heine-Uni, der dann wirklich für diese Studierenden zuständig ist, bei Behördengängen und allen bürokratischen und Sprachbarrieren hilft. Wie läuft denn genau der Bewerbungsprozess ab? Sind das Studierende, die sich von der Ukraine aus bewerben oder sind das vielleicht auch Geflüchtete, die schon vor Ort sind? Die allermeisten sind schon vor Ort und haben wahrscheinlich in den letzten Wochen anderes und Schlimmes erlebt und sich haben wahrscheinlich nicht besonders um ihr Studium kümmern können. Das machen sie jetzt und deshalb bekommen wir immer größere Zahlen an Anfragen, 30 bis 50, Tendenz steigend pro Tag. Wie vielen Studierenden können Sie jetzt letztendlich dieses Angebot machen? Also bisher waren es ungefähr, wenn man es genauso hochrechnet, um die 500, die wir bekommen haben. Und wir können, je nachdem, was die Anfrage ist, auch sicherlich mehrere hundert Personen aufnehmen. Aufnehmen, das ist die Frage, wie definieren wir das? Für Sprachkurse etablieren wir gerade Flächen, Personal, Finanzmittel. Und für das Studium haben wir gerade frisch eigentlich entschieden, dass wir den Gasthörerstatus diesen anfragenden Studierenden ganz unbürokratisch und kostenfrei zur Verfügung stellen. Vielleicht noch mal ein paar Infos genauer zum Gasthörerstatus. Inwiefern unterscheidet der sich vom ganz normalen Studierendenstatus? Als Gasthörer können Sie problemlos in die Vorlesungen gehen, können den Stoff sozusagen mitbekommen, vieles nachholen. Was schwieriger sein wird, ist das Abnehmen von Prüfungen dann letztlich. Da müssen wir wirklich nach Aufwand unterscheiden und den Dozierenden, unseren Professorinnen und Professoren, den Freiraum geben, selbst zu entscheiden, ob eine Prüfung auch möglich ist. Jetzt werden vielleicht einige Studierende auch keine Unterkunft haben. Inwieweit helfen Sie denn damit? Mit dem Studierendenwerk in Düsseldorf hat unsere Rektorin jetzt eine Vereinbarung erzielt für immerhin 10 freie Wohnungen, die wir gerade freigezogen haben. Natürlich ist an der Uni Düsseldorf wie in allen Universitätsstädten ohnehin die Wohnungsnot groß. Und wie wird das Ganze finanziert? Wir finanzieren das sowohl aus unserem eigenen Haushalt, im Haushalt der Universität, als auch durch private Spenden. Sagt Achim Zolke von der Uni Düsseldorf. Vielen Dank Ihnen fürs Gespräch. Danke Ihnen.